Hey Leute, willkommen zurück bei Lead Dangerous. Wir starten gerade genau da, wo wir beim letzten Mal noch gelandet sind. Und sind wieder ins System NLT T5871 unterwegs. Wir müssen noch ein paar, knapp ein paar Kopfgelder sammeln. Ich konnte die letzten Tage nicht spielen. Und ich sehe gerade, ich habe das Fahrwerk noch draußen. Wir bräuchten noch ein paar Kopfgelder, damit wir es eventuell noch unter die Top 40% schaffen. Denn es sind halt... Geh mal hoch. Tier 4 schon erreicht, gibt nur noch Tier 5, also so ein bisschen mehr als die Hälfte ist schon eingesammelt. 13,8 Milliarden Credits wurden insgesamt verdient, unfassbar viel. Damit wir es vielleicht wenigstens noch in die Top 40% schaffen, wäre schon ganz geil. Bräuchten wir halt noch ein bisschen was. Ich muss mal schauen, wie viele Aufnahmen ich jetzt hintereinander noch machen kann, wahrscheinlich nicht so viele. Könnte knapp werden, kommt drauf an, wie es jetzt läuft, denn dort im Abbaugebiet könnten wir Glück haben, dass wir auf mal größere Gegner treffen, eventuell, die dann ein bisschen mehr dabei haben und nicht bloß so ein kleines bisschen wie beim letzten Mal oder die letzten Male. Kam zwar hin und wieder auch mal eine Cobra oder ein Adder mit ein bisschen mehr oder eine Viper mit ein bisschen mehr Geld, Kopfgeld, aber sonst leider nichts. Und dann noch was Neues, seit gestern gibt es ja dann die Powerplay Beta. Hab da mal kurz reingeschaut und ich werde wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich dadurch, dass das Community Goal jetzt eh gleich vorbei ist, mal in die Beta schauen mit euch und mal gucken, was es da so Neues gibt. Die ganzen Patch Notes sind mittlerweile draußen und das liest sich alles sehr interessant. Und einer der Punkte, über den sich schon dolle aufgeregt wurde, teilweise, nicht bei allen, ist, dass man für die Module, die man kauft, nicht mehr den kompletten Rückpreis oder die komplette Erstattung bekommt, wenn man die verkauft. 10% Verlust ist ab sofort dann immer dabei mit dem nächsten Patch, mit dem Powerplay Update. Finde ich nicht schlecht, vollkommen okay, finde ich legitim, warum nicht, nimmt man noch mal ein bisschen Geld aus dem Spiel. Ist natürlich gerade am Anfang, wenn man ein bisschen rumprobieren will, ist das ziemlich bescheiden, gebe ich zu. Aber im Großen und Ganzen ist es schon eine sinnvolle Entscheidung. Finde ich vollkommen in Ordnung. Dann gibt es eine riesenlange Liste an Änderungen und Erneuerungen. Und es sah schon ganz anders aus, wenn man reingegangen ist ins Spiel. So vom Interface her hat man direkt hier links und rechts so ein bisschen was Neues. Das können wir dann mal schauen. Da muss ich mich erstmal selber ein bisschen mehr informieren. Mal reinspielen, was wir da so machen können. Und das Ding war, ich habe das heute früh installiert, den Beta-Patch. Und ich dachte, wir starten dann genau an dem Punkt, wo ich halt als letztes hier im normalen Modus sozusagen aufgehört habe. War aber nicht so, wir waren noch an dem letzten Punkt, wo wir die ganzen Aufträge für die Föderation gemacht haben. Boah, es ruckelt gerade. Okay, jetzt geht's. Und zwar mit der Fer de Lance waren wir noch dort oben unterwegs. Das missfiel mir so ein bisschen. Weiß gar nicht, warum die das so gemacht haben. Keine Ahnung. Sollte uns aber nicht stören. Wir können da ja ruhig mal reinschauen. Ich denke mal, die Wochenendfolgen, die werden sich dann ums Powerplay drehen. Aber jetzt erstmal ein bisschen Kopfgelder. Ich habe nochmal geschaut, kurz bevor ich gestartet bin in der Station, nach eventuell schönen Aufträgen. Es gab bloß wieder 2 Aufträge für irgendwas Illegales. Da bin ich immer kein Freund von. Und irgendwas anderes, wo ich hätte 2-mal irgendwelche Reaktivrüstung kaufen sollen oder so. Das fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Von daher habe ich es gelassen. Und wir besorgen uns so die Kopfgelder. Hoffentlich. Mal schauen, ob hier ein paar Leute auftauchen. Oh, geil. Das ist natürlich... Hier haben wir schon mal eine Anaconda. Ich kann die noch nicht anvisieren. Habe ich sie jetzt drin? Nee. Wo ist denn die? Noch kann ich nichts anvisieren. Ich gehe mal stark davon aus, dass die weiter hier hinten irgendwo gleich kommen werden. Jetzt ist sie weg. Oder war das eventuell noch aus dem Supercruise eine Anaconda? Na, da baut eine Cobra ab. Was düst hier oben rum? Da baut auch irgendjemand ab. Auch eine Cobra. Sind heute Cobras beim Abbauen?
Schade, die Anaconda war, glaube ich, aus dem Super Cruise noch angezeigt. Das wäre der Hammer, direkt eine fette Anaconda zum Abschießen. Leider nicht. Oh, eine Python. Mal schauen. Oh ja, die kämpft zumindest. Bitte, 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 bitte. Ja, super. Geil, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, wenn eine Python rumfliegt. Dass danach eventuell noch mehr von denen unterwegs sind. Oh, da hinten ist schon einer explodiert. Oha. So, Schilde sind schon weg. Rang ist kompetent. Okay. Na, ganz so kompetent fliegt der Typ hier gar nicht rum. Bob. Lobla. So, Bob, was hast du denn dabei? Wie viel sind das? 84k. Oh, doch, hier ist doch eine Anaconda. Alter Schwede. Das wäre natürlich eine... Oh, ja. Fett. Das ist doch mal geil. Direkt noch eine dicke Anaconda hinterher. Das sieht schon mal gut aus. Da haben wir schon mal einiges dabei. Oh, ein bisschen aufpassen. Dahinter düst noch jemand anders rum. So, Schilde sind weg. Experte vom Rang her. Das ist auch okay. Dürfte ein bisschen was dabei haben. Auch ähnlich viel wie die Python von gerade eben. Oh, ich sehe gerade, ich habe noch kein Modul ausgewählt. Aber die Hülle macht nicht so lange mit bei der. Peter Brooks. ...132.000, Alter. Nice. Was haben wir hier? Eine Cobra? Hier haben wir eine Viper. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Da haben wir jetzt schon mal so viel gemacht wie in der kompletten letzten Folge. Schon mal über 200.000. Die Viper könnte auch gesucht sein. Jawohl. Cobra, Viper, aufwärts. Da sieht es immer gut aus mit dem Kopfgeld. Das war knapp. So, nach vorne schauen, nicht, dass wir doch noch gegen irgendeinen Gesteinsbrocken düsen. Da war das schöne Kopfgeld, was wir jetzt in den paar Minuten schon eingesammelt haben, einfach mal futsch. Ich schau nochmal. 236.000, sauber. Ein Adder, wie sieht's bei dem aus? Könnten wir auch. Oh, da hinten wird gekämpft. Oder? Da hat gerade dahinter irgendwo jemand geschossen. Ach, da ganz hinten sehe ich es gerade. Okay, da düsen wir mal hin. Oder ist das schon wieder vorbei? Was haben wir hier? Typ 6 Transporter. Ah, ich glaube, das ist schon wieder vorbei. Das Kampfgeschehen. Oh, lieber Gott im Himmel. Falls es dich gibt, noch eine Anaconda. Bitte, 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 bitte tun es den Gefallen. Ja, ich gehe krachen, Leute. Das ist ja super heute. Sehr gut. Rakete im Anflug. So, jetzt stehen wir gut. Waffen machen schlapp. Kein Problem. Kurze Abkühlungsphase. Und Platz, Baby. Uh, 88.000 insgesamt.
Was haben wir hier? Ulfa? Ah, okay. Die haben wir schon alle. Oh Mann, das ist super, wenn hier noch so ein paar von den dicken Schiffchen auftauchen. Na, traut euch raus, Leute. Typ 7. Eine Igel. Die führt mit Sicherheit auch nichts Gutes im Schilde. Nö. Die bewegt sich ja noch nicht mal. Also ich mich auch nicht. Aber mir kann es recht herzlich egal sein. Sehr schön. Auch die gab 10.000. Sidewinder. Nö. Kommt gerade nichts weiter nach. Die lassen gerade ein bisschen auf sich warten. Einfach mal ein bisschen umschauen. Ab und zu sieht man in der Ferne was kämpfen, was so nicht auf dem Radar erscheint oder hier drüben in der Kontaktliste. So könnte es beim Jupiter aussehen. Der Jupiter hat ja auch ganz leichte, dünne Ringe, die man so nicht sieht, wie beim Saturn zum Beispiel. Fliegt gerade ein bisschen weg von den ganzen Leuten. Da wird abgebaut, da hinten auch, oder? Ja. Ah, das ist ein Sidewinder, obwohl. Teut, Meister. Sauber, okay. Ja, die ganzen Kleinschiffchen und die Kobras. Oh, hier oben. Geil, ein Clipper. Ich gehe noch mehr kaputt. Unfassbar. Tja. Dann fehlt nur noch eine Pferde-Lance. Und eine Vulture, die wir abschließen können. Dann hätten wir alles dabei gehabt von den größeren Schiffen. Guten Abbauschiffen. Orca noch. Da sieht man so selten eine Clipper irgendwo rumfliegen. Da haben wir eine gute Instanz erwischt, dass hier echt viele große Schiffe unterwegs sind mit Kopfgeldern. Oh, 100.000, Alter. Ein föderales Abwurfschiff? Nee. Ey, Leute, was ist denn heute los? Ist hier Parade der großen Schiffe? Unfassbar. Commander Rich Davis. Komm her, Freund Blase. Haben wir schon mal ein Abwurfschiff abgeschossen? Es könnte sein, dass wir mal in einem Kriegsgebiet einbegegnet sind. Oh, das war schon. Hält auch nicht besonders viel aus. Hat wenigstens Kopfgeld dabei. Ja, ein bisschen. 33.000. So, was haben wir noch? Cobra, Cobra, Cobra. Und Viper. Hätte ich gar nicht ranboosten brauchen. Oh, nicht dagegen fliegen. Auch die ist gesucht. Meine Güte, das läuft ja wie am Schnürchen. Ich gehe krachen. Wie sieht's denn aus? 433.000 haben wir nochmal gemacht. Oh Mann, da könnte es echt ganz gut aussehen, oder? Mit den Top 40%.
Wie viel haben wir denn insgesamt? 700.000 müssten das sein, irgendwie. 725.000. Da haben wir jetzt davon nochmal mehr als die Hälfte schon gemacht. Sehr gut. Föderales Abwurfschiff und eine Klippe an einem Ort. Das ist mir noch nie passiert. Geschweige denn in Kombination Anaconda und Python noch. Und das mehrfach. Zumindest die Anaconda gab es schon zweimal. Mal gucken, wer sich als nächstes raustraut. Fliegt da hinten rum, Typ 6 Transporter. Ohne Schilde unterwegs. Oh, 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 oh. Naja, wir beschützen dich mal. Typ 7 Transporter. Die haben sich hier noch gut geflogen, fand ich immer. Oh, da hinten wird gekämpft. Der Adder oder... Oh, 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 oh. Sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Von Hauer haben wir da. Von Hauer kriegt die Prügelstrafe Version Pulslaser. Da haben wir Glück gehabt, dass ich gerade kurz aufgehört hatte zu schießen, sonst hätten wir den Adder oder wer das war mitgenommen. Muss mal ein bisschen ranboosten. Nice. Ich wüsste nicht, dass ich heute Geburtstag habe. Jemand von euch vielleicht? Oha. Die guckt uns schon so böse an. Wenn die ihre dicke Waffe unten loslässt, dann hat sich's für uns mal direkt erledigt. Geil, die ist in einem Dreierwing unterwegs. Okay. Ist mir egal. Ja, auch der Wing greift an. Ich weiß nicht, was das für Schiffe sind. Auch die Schiffe verhalten sich ganz anders vom Flugverhalten her in, also überhaupt als Kopfgelder im Vergleich zu den Kriegsgebieten, wenn die da unterwegs sind. Na komm schon, geh kaputt, mein Schild macht nicht mehr lange mit. Wow, 169.000, sauber. Oh, 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 oh. Ich nehme heute alles mit an Gegnern, aber keine Felsbrocken. So, die kleine Sidewinde. Orak. Orak, komm her. Wo ist denn euer dritter Kumpel hin? Der war doch ein Dreierwing. Der hat sich wahrscheinlich schon aus dem Staub gemacht oder wurde schon abgeschossen. Hey, der will abhauen. Komm her. Ich glaube nicht. 14%. Noch eine Anaconda. Alter, alter, alter. Ich sag sonst eigentlich nicht so gerne Alter, aber heute ist... altern hier einige. Nochmal ein Dreierwing. Oh, das ist ja süß. Eine Anaconda ohne Schilde. Haha, jetzt hab ich dich. Boah. Hab mir deinen ekelhaften Mehrfachgeschütztürm. Gehe ich doch lieber auf die andere Seite, wenn du mich lässt. Das Gute ist, die haben uns nicht so viel an. Wir haben zwar nicht mehr so viel Schild, aber... Ja, das war's gleich. Dafür reicht's noch. Greift uns jemand anders aus dem Ding an? Ja. 72.000, okay. Noch eine Sidewinder. Ja, auch du hast dich heute mit dem Falschen angelegt. Adieu. 3000? Ja, super. Kurzes Päuschen. Oh Mann, das läuft so. Halt. Wen wird denn da geschossen? Ich glaube, das ist die dritte Sidewinder, die da oben abhaut. Ich kümmere mich mal nicht um die. Ich bleib mal hier. In der Hoffnung, hier taucht gleich der nächste auf. Wir können erstmal kurz die Schilde so ein bisschen... Bringt zwar jetzt nichts, aber macht nichts. Aber ein bisschen
Schutz auf dem Schild noch drauf, wir haben bloß noch einen Ring. Das ist echt abgefahren, ey. So viele große Schiffe hier. Ich hatte schon mal erlebt, dass immer mal alle, weiß ich nicht, 2-3 Minuten große Schiffe dazu kamen in den Abbaugebieten. Aber so viel, sensationell. Da hinten links wird gekämpft. Oh ja. Über uns ist noch eine Anaconda. Ey Leute, das müssen wir echt ausnutzen. Das sehen wir nicht alle Tage, dass hier so erbärmlich viel, nicht erbärmlich, hervorragend viel unterwegs ist. An dicken, fetten Schiffen. Oh, die wird sehr gut bearbeitet. Die dürfte schnell zusammenfallen, wenn das Schild erstmal weg ist. Dennis Dillig. Oder Delitsch. Oder. Keine Ahnung. Dillig. 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 Feuerwerk. Oh je. Das war knapp. Das war sehr knapp. Under Attack? Oh, da hinten wird gekämpft. Ein Adder? Nee. Der ist nicht dran schuld. Oder doch? Noch eine Sidewinder? Wo ist denn der Adder hin? Noch ein großes Schiff unterwegs? Noch ein Clipper ist unterwegs? Boah, Leute, ich gehe so fest heute. Unfassbar, ey. Es ist echt, das ist ein Traum. Es ist ein Traum. Das ist mal eine geile Kampfepisode und das außerhalb von der Kriegszone hätte ich nicht erwartet. Hätte mich ehrlich gesagt auf eine eher gemütlichere Runde eingestellt heute. Aber umso besser. Es gefällt mir auch besser, wenn es so ist. Und das Kraftwerk ist aber schnell kaputt. Was ist denn da drin? Ein Kraftwerk aus Pappe oder was? Die ging jetzt echt schnell runter. Platz. Auch wenn es mir immer, also bei der Clipper tut es mir wirklich leid, wenn die platzt, weil die so schön ist. Bei allen anderen Schiffen ist es mir vollkommen egal. Geil. 700.000. Wir haben jetzt schon mehr eingenommen wieder, allein in den 20 Minuten, als wir überhaupt schon abgegeben haben. Oh, ist das hervorragend. So, kommen nochmal welche dazu. Wird hier noch irgendwo gekämpft? Da hinten wird gekämpft. Cobra? Nee. Ein Adder? Ja, der Adder da oben und da rechts unten, das müsste noch ein anderes Schiff sein. Ist hier noch ein großes Schiff in der Liste? Nee. Dann nehmen wir mal kurz den Adder. In der Zeit spawnt vielleicht nochmal ein anderer nach. Rechts wird auch gekämpft. Zeigt mir was an. Nö, doch, doch. Hier, ein Clipper. Hahaha. Das ist so eine Wonne, ey. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie schön das gerade ist. Ich habe mal unser Licht angemacht, da sehen wir die nochmal genauer. Ich prügel auch mal von der nur die Hülle runter, damit sie noch ein bisschen länger überleben kann. Ah, die letzten Zuckungen. Huh. Ja, dann würde ich sagen,
wir machen das genau hier in der nächsten Folge einfach so weiter und sammeln locker eine Million zusammen, wenn es so weitergeht, hoffe ich jedenfalls. War spitze, war eine sehr schöne Folge, wie ich finde, und ich hoffe, die nächste wird genauso. Bis dahin, schönen Tag noch, haut rein, schönen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.